Eulette, bist du aufgeregt, weil du in den Urlaub fährst? Oh ja. Und um wie viel Uhr fährt der Zug? Morgen früh um 9. So, so, Eulette will in den Urlaub. Das kann sie vergessen. Ich bin soweit, Romeo. Hier, Luna Girl, binde das Seil an der Brücke fest. Es kann losgehen, Romeo. Beeil dich, Eulette, du verpasst noch den Zug. Ich komm ja schon. Los geht's. Wir sind rechtzeitig da. Gute Reise, Eulette. Dankeschön. Tschüss. Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Verehrte Zuschauer, wir haben eine Eilmeldung. Die Brücke wurde geklaut. Zum Glück konnte der Zug rechtzeitig bremsen. Es kam zu keinen Verletzten. Eulette, hast du irgendeine Ahnung, was hier vor sich gegangen ist? Nein. Was? Die Brücke wurde geklaut? Ach du grüne Neune! Ich habe mich so auf die Zugfahrt gefreut. Und auf den Urlaub natürlich auch. Ach, Eulette, jetzt wein doch nicht. Sei einfach froh, dass dir nichts passiert ist. Eine Reise mit dem Zug kannst du doch andermal machen. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir dich an deinen Zielort bringen. Ja, du hast recht, Nicole. Schau, Eulette. Du kannst doch mit dem Wohnmobil fahren. Das ist eine tolle Idee. Dankeschön, Nicole. Tschüss. So, das Problem mit Eulette hätten wir gelöst. Ich frage mich trotzdem, wer so frech ist, eine Brücke zu klauen. Oh, hallo Polly. Schau mal, was ich hier entdeckt habe. Nicole? Das sind Mondsteine. Mondsteine? Luna Girl? Jetzt ist mir alles klar. Luna Girl? Und sicher auch Romeo. Das war ja klar. Romeo, was hast du denn mit der Brücke vor? Mir wird schon noch was einfallen. So, so. Luna Girl, Romeo, ihr seid verhaftet. Oh Mann, Romeo, schau, was du uns eingebrockt hast. Oh, Luna Girl, Ruhe! Prima, Robuca Polly hat Romeo und Luna Girl eingesperrt. Und ich bring schnell die Brücke wieder in Ordnung. Das hätten wir.